Hallo Leute, Influencer Marc Bellinghaus aus Münster mit einer Bildschlagzeile. Die Ex von Star-Regisseur Wedel erhob die, es ist ja ein älterer Artikel von 2020, also 4 Jahre alt, noch nicht mal. Und sie erhob schwere Vorwürfe. Er hat mein Leben zerstört. Es war also nicht nur Jani Tempel und Sonja Kirchberger. Kirchberger übrigens, Frau Kirchberger, das habe ich eben noch vergessen. Wir haben uns ja mehrmals getroffen im Leos Fitnesszentrum damals in der Leopoldstraße in München, wo ich immer mit Ihnen so ein bisschen geplaudert habe. Sie waren ja auf der Höhe Ihrer Karriere und ja, das war immer sehr schön. Ich hätte es nicht gedacht, dass dieser alte Lustmolch auch Sie belästigt hat. Also Leute, es muss etwas diskussionsmäßig auch in den Medien passieren, weil es gibt Nachwuchs. Und dieser Nachwuchs könnte auch von Leuten wie diesem elenden Mistkerl missbraucht werden. Ja? Diese Frau hat sich das nicht ausgedacht, um irgendwie im Rampenlicht zu stehen, aber so stellt es öfters mal die Presse hin. Einige Leute, ich will jetzt keine Namen nennen, aber das geht gar nicht. Wir sind die Opfer und wir erwarten, dass es endlich diskutiert wird in der Öffentlichkeit und wir nicht als Lügner oder was weiß ich hingestellt werden. Ich fordere nochmals Herrn Tiltschweiger und Herrn Hannes Jenecke auf, sich endlich öffentlich zu outen, weil diese Scheiße, die hier abgeht, Herr Schweiger seufzt sich noch ins Grab und ich will nicht da tatenlos zusehen, weil er leidet. Dass, wenn das kein Mensch sieht, dieser Sternbericht war lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Wenn Sie diesem Mann helfen wollen, dann überreden Sie ihm, dass er endlich aus seinem Closet rauskommt und sagt, ja, ich bin damals von Herrn Bernd Eichinger, der hat mich hochgebracht, weil ich mit ihm im Bett war und die ganze Zeit. Es gibt ja auch Fotos, wo sie zusammen im Bett liegen. Also diese ganze Scheiße, diese ganzen Scheinehen, die sowieso nicht hielt, die ganzen Kinderzeugungen, das Kindermachen, es ist unfassbar. Es ist menschliche Tragödien hoch 10. Was glauben Sie, warum Til Schweiger so unglücklich ist? Das ist wahr und das stehe ich zu und da kann er mich gerne anzeigen. Ich kümmere mich um ihn und versuche ihm zu sagen, leb dein Leben. Wir sind nur ein paar Monate auseinander. Ich bin auch 60 und lebe dein Leben. Wer weiß, wie lang es noch geht. Also, in dem Sinne, alles Gute, lieber Till.